Es geht weiter in unserer neuesten Fuchseria. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und mit Mochido gibt es wieder Playdub. Hallo, schön, dass du mitmachst. Guten Abend. Ja, also wir haben, glaube ich, wir haben jetzt schon einen Mixer, sehe ich gerade. Genau. Ja, wir haben einen Mixer, genau. Und ich glaube, bestellen kannst du erst Traum. Also auch schön, dass Traum und Seele wieder weiter mit dabei ist. Erst wenn die Runde losgeht. Also erst wenn wir, glaube ich. Dann kannst du bestellen. Ich glaube nicht, dass im Vorfeld gewertet wird. Aber Join könnt ihr jederzeit, Join könnt ihr nur bevor wir den Tag beginnen, also, und App bestellen, nur wenn der Tag, glaube ich, läuft. So irgendwie war das. Du musst es wissen. Ja, wie das gut. Gerne hättest. Okay, also wir brauchen zuerst nur Salami, weil ich habe noch dreimal, noch viermal Normalpizza. Zwiebel ein, genau, meine ich ja. Das nervt mich auch. Wo ist die Salami-Pizza? Wahrscheinlich könnte man es nicht so gut erkennen. Das ist, glaube ich, der Grund. Wenn auf eine Margherita jetzt noch eine rote Salamischeibe drauf ist. Man könnte Oliven noch machen, das wäre dann so bläulich oder ja, so grün. So ein dunkler Ring halt. Genau. Schwarze Oliven. Genau, einfach. Das könnte man vielleicht noch machen. Aber Salami könnte man machen, indem man sehr dunkles Fleisch so von der. Ja, also so es gäbe Mittel und Wege, aber sie haben es nicht gemacht. Ne? Von daher. Okay, so, ich bin eigentlich nur am Bedienen. Genau, ich mache nur Käse. Okay. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Zwiebeln kannst du auch noch machen. Ja. Und noch einmal Käse. Klingel erstmal nicht. Wir wollen erstmal gucken, was wir haben wollen. Oh, scheiße. Ich brauche eine normale Pizza. Okay, ja. Ja, das ist ja gerade noch gereicht. Okay. Alle drin. Oh, zweimal normale Scheiße. Alles gut, wir haben. Wir sind durch. Dip, 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 dip. So. Jetzt wäre so ein Förderband auf zweimal nicht schlecht. Tja. Wartgreifer! Müssen wir direkt kaufen. Thank you.
da baue ich mir gleich was. Ja, wir haben alles draußen, ne? Ich würfel. Ja. Blaupausenkabinett. Richtig, und Blaupausenkabinett. Ich bin am überlegen, wenn wir das Blaupausenkabinett nicht jetzt mitnehmen, sondern warten, bis wir den Kopiertisch haben, könnten wir. Ja, okay, dann. Ja, ich aber weiß schon. Oder sollen wir nochmal? Wir könnten es reinlegen, warte, wir könnten es reinlegen und dann haben wir zwei nächste Runde. Nee, weil wir ja keinen Kopiertisch haben. Ach so. Ja, aber wir brauchen es jetzt nicht unbedingt kaufen, wir könnten dann eher sparen. Ja, genau. Gasbegrenzer? Nee, dann lass uns sparen, wir kommen auf jeden Fall nur mindestens eine Runde durch, wenn wir den Kopiertisch haben, dann können wir das Ding kopieren. Ja. Das kostet nämlich nur 20. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst. Nee, das ist nicht Upgrade da, ne? Ja, stimmt, da ist kein Plus, das ist nicht upgradebar, okay. Da kommen wir schnell woanders hin. Ach, egal. Eine Runde. So, das hier ist jetzt automatisiert, das ist schon mal sehr gut. Genau, das fand ich jetzt erstmal am sinnvollsten. Der wird sich automatisch die Tomate greifen, weil er nichts anderes hat. Und gut ist. Ja. So, theoretisch gesehen noch ein Förderband fehlen, was hier rausnimmt und das nach da schiebt. Dann hätte ich auch schon hier immer den Teig, den ich nehmen könnte. Mhm. Ja. Das wäre auch geil. So, aber eigentlich müssten wir gucken, dass wir den vorne die Bedienung automatisiert bekommen, das Abräumen. Weil das hat uns immer das Genick gebraucht. Nie hinten die Zutatenherstellung. Mm, ne? Ja, stimmt schon. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Das, was halt richtig geil ist, ist, dass wenn du das mit diesen mehreren Einweichbecken machst. Das ist super. Drei, vier davon rumstehen. Genügend Platz haben wir. Das hier hinten ist automatisiert. Ja. Genügend Platz haben wir. Wir können alles oben drei Felder zur Not runterrutschen oder so und dann da oben einen schönen Kreislauf machen, aber wir bräuchten mal Förderbänder. No. Ja. Ja, gut. Ab gleich haben wir ja theoretisch gesehen. Okay. Ja, warte, ich muss gerade gucken, wo ich mich hinstelle. Ja, ja. Brauchst ja erst eine normale. Ja, jetzt die Zwiebelpizza. So, nochmal eine normale. Kannst eine normale schon drauflegen? Ja. Nein, jetzt habe ich wieder aus Prinzip. Fuck. Ich muss ja auch noch scheiße. So, Kopiertisch wenigstens etwas. Ja. Schätz. Nein, hör auf. Warum? Ich bin doch jetzt vorne im Service. Kriegst du. Dann kann eine normale Perle oben lassen. So, unten liegt er auch noch. Ach so, ja. Ja, es reicht dir. Ja, weil unten liegt ja auch noch eine fertige Pizza. Ja, die Zwiebel habe ich gesehen. Da werden keine Zwiebel mehr. Nee. Also, wie gesagt, ich werde niemals nach vorne kommen, wenn ich nicht genug Pizza auf Reserve habe, dass ich. Mhm. Einwäschbecken sind super. Ja, davon noch so zwei, drei Stück, ne? Ja. Aber dann bräuchtest du auch noch fast mehr
Mehr Tage zu Beginn. Ja, rechts. Ja, Kartoffelbrei ist einfach Quatsch. Links Kartoffelpüree ist einfach richtig aufwendig. Hm. Vor allem das dann noch in die Automatisation bringt gar nichts. Dampfen und alles. So, erstmal den hier. Jo. Da führt kein Weg drum vorbei. So. Stell dir das hin, wie das hin. Stell dir das hin, wie das haben. Wir haben genug Platz. Ja, ja. Guck ich jetzt mal so, warte. Zack, zack. So. Ja. Ein Spülbecken. Komm, Spülbecken zum Einweichbecken. Ja, und ich kaufe noch einen Esstisch zur Erweiterung. Und ja, ich setze die Stühle dann wieder. Zwei, zwei, zwei. Leergesteller kommt da raus. Okay. Genau. Nochmal Öl brauchen wir nicht. Wozu auch? Ja, Würfeln brauchen wir auch nicht. Wir haben zwei Dinger im Kabinett drin, die uns... Genau. Den Mülleimer benötigen wir mit einer sicheren Kochstelle eigentlich nicht mehr. Deswegen zur Not kann einer runterrennen. So, ja, dann ja, ich denke jetzt auch in den nächsten Tag. Ne? Nicht mehr, weil... Ja, weil am Anfang mehr Leute kommen. Genau. Scheiße. Gut, wir brauchen den Mülleimer doch noch. Hätten es denn gerne mal? Zwiebel. Mach doch. So. Was denn? Hat den Teller jetzt nicht gegriffen. Forschen. Ja, aber bitte nicht anrufen, wir haben immer noch eine Schlange draußen. Nee, anrufen tue ich nicht. Normal. Was wollen die noch? Nochmal normal, okay. Eine normale Pizza, wenn wir nochmal brauchen. Was hätten es denn gern? Allerhopp. Entschuldigung. Alles gut. Man hat nebendran gestellt. Ja? Oh, das ist dumm. Was denn? Wie er das gerade gemacht hat. Vielleicht brauchen wir doch noch mal eine Zwiebel, hä? Haben wir noch eine? Meinst du? Naja.
Das ist doch der letzte zwei hier. Ja, okay. Wir haben doch hier unten noch eine fertige. Ja, okay. Lass mich raus. Ach, sorry. Es ist da zwei rumzueilen. Nach oben, der Weg ist doof. Ja, theoretisch gesehen könnten wir alles eins weiter runterrutschen. Könnte ich da, wo jetzt rechts noch die unfertige Margarita ist, könnte ich ihn ausgemacht, dann könnte ich von oben spülen. Dann würde ich dich nicht blockieren. Ja, wollen wir machen. Müssen wir halt alles eins runterdrücken, ne? Aber vom Prinzip das her. Das ist nicht das erste Mal. Aber lass erst mal gucken, was wir jetzt hier bekommen haben. Das schmeckt. Kopieren, achso, ja. Ja, Original bleibt drin, aber. So, aber mehr wie vier Kabinette werden wir nicht brauchen, oder? No. Wobei, wir haben auch schon mal mit neun gespielt. Genau, ich würde noch einen Esstisch kaufen für den Schmutz. So, Kabinett muss noch da. Geforscht werden muss das Ding eigentlich nicht mehr. Das heißt, das Ding muss nach da. Nee, halt, da stand es ja gerade. Das muss nach da, weil es... Nee, halt, warte, es muss auch nur noch kopiert werden. Ja, wir haben gerade nichts. Das ist ja das ein, was ich, das heißt... Ja, dann stell die anders hin, ja. So. Und das Forschungsding kommt nach da. Wir können würfeln. Ja, vier Stück, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Kohle ohne Ende. Ja, Geld. Ja, doch, stimmt, wir bauen Förderbänder, wir brauchen alles. Ich würfel mal. Haben wir noch was heraus? Nee, haben wir nicht. Okay. Und ja, da ist der Kombinierer. Ja, rein damit zum Kopieren, ne? Genau. Ja, logischerweise. Die Schmutzmatte oder was? Ah, nee, das ist ein Tablett. Nee, Entschuldigung. Ja, aber jetzt nochmal würfeln finde ich nein, zu teuer. Nein. Wir haben auch nichts, so, um was mitnehmen zu können. Alles eins runter, richtig? Richtig. Ja. Dann habe ich aber hier so. Hast du hier schon alles eins runtergesetzt? Nö, hab ich nicht. Nö, okay. Hier machen wir aber was anders. Kriegen wir das irgendwie hin, dass hier mehr Platz für Zwiebeln ist? So. So. Und dann kann ich von hier abräumen, hier spülen, hier wegräumen und lauf dir nicht im Weg. So, und mit den Zwiebeln kann man hier dann zwei vollballern. Ist zwar noch nicht lange laufig für Zwiebelpizza. Mach doch das eine weg und mach die Zwiebeln da wieder hoch. Reicht doch. Gut, okay. So, das Einweichbecken. Ja, das musst du dich entscheiden, wo du es hier hindrückst. Ja, genau, Telefon kann da erstmal weg. Also anrufen ist jetzt aktuell, würde ich erstmal sagen, das Unwichtigste. Lieber gucken, dass wir überleben, oder? Haben wir mehr von. Oder auf jeden Fall länger. So, Tische stehen auch alle richtig? Ja, Stühle soweit auch. Dann sind wir fast wieder so weit, Blödsinn zu machen, ne? Jo. Ja, ich muss dreimal. Aber theoretisch sind drei Einweichbecken hätten. Dann bräuchte ich gar nichts mehr machen. Also, liebe Zuschauer, doch. Wer Bock hat, bedient zu werden, Ausrufezeichen, Visit in den Chat, wer noch nicht hat. Aber das stimmt nicht ganz. Dann müsstest du immer noch was machen. Du musst sie abräumen, du musst sie reintun. Und das Problem ist, wenn du zwei Tische A2 hast, hast du vier Teller, aber nur drei Einweichbecken. Warum haben wir so viele Kombinierer? Wir haben da oben noch einen. Ja, brauchen wir doch alle. Einer, der Käse drauf kombiniert, einer, der Tomatensauce drauf kombiniert und einer, der Zwiebel noch gegebenenfalls drauf kombiniert. Ja, ne? Okay. Und wir brauchen noch einen Portionierer. Mindestens. Und dann muss man ja noch abwarten, was wir jetzt... Eigentlich müsste ja jetzt bald noch die Gemüsepizza oder welche gab es da noch? Gab da noch eine Pizza? Pilze, glaube ich. Auch Pilze. Wieder. Ja, noch den Tag jetzt und den nächsten. Dann kommt doch schon wieder was aufs Auge gedrückt. Sehr wahrscheinlich. Okay, so, ich gut, bin ich bin am Käse, ja.
So, was hätten Sie denn gern? Alla hopp, einmal nochmal. Beim Huse, fuck, warum entsteht hier unten Dreck? Ich komme mit der normalen. Ich mach ganz gemütlich. Fuck, ich muss ja auch noch kopieren. Oh ja. Ah, ich hab's da drauf gelegt. Dachte mir, komm, bevor sie nichts macht. Vielleicht brauchen wir noch mal eine Zwiebel. Weiß ich noch nicht. Wenn die jetzt viel Zwiebeln wollen, brauche ich mir vielleicht noch einen. Ja, das sollte dann reichen. Ich spüle aktuell ja, keine Teller. Ja, ich sehe es gerade. Also anscheinend, also wenn hier wirklich oben noch das dritte jetzt... Wenn ich das dritte Spülbecken habe, nee, dann brauche ich es glaube ich gar nicht mehr, weil es ist so, ich mache die raus, mache neues rein, das ist easy. Aber wir warten mal ab. Also, wir müssen es aber trotzdem in der Nähe haben, dass man im Notfall nochmal was wegschmeißt. Ja, klar. Also. Ich werde es jetzt nicht wegschmeißen oder so, aber es ist gerade echt entspannt, die da rein sein. Oben noch ein drittes steht, würde ich genau da hinstellen. Das andere kann man ja dann hinstellen für harte Zeiten oder so. Das bastel ich mir gleich. Aber ich nehme die dann immer raus und nehme die raus und beleg die direkt, weißt du? Und dann lege ich einen neuen wieder rein und sind die frei und so. Und es ist noch ein Blaupausenkabinett. Mhm. Und noch ein Spülbecken. Und nochmal ein Spülbecken. Ja, oh, Transport sehe ich da. Mhm. So, warte mal. Erstmal Kombinierer raus. Wie viele Kombinierer brauchen wir insgesamt? Ja, wir brauchen einen. Warte, das ist ja ganz einfach. Einer ist für den Käse. So, Käse haben wir. Zwiebeln haben wir auch. Fertig. Dann fehlt noch aktuell einer Minimum für die Tomate. Tomate fehlt noch. Die kriegen wir noch nicht drauf. Und dann fehlt noch gegebenenfalls für Pilze. Die nächste Pizza, die jetzt theoretisch gesehen kommt. So, wir haben ja hier schon mal einen Blaupausenkabinett, ne? Ich habe noch eins gekauft, ja. So, also hier ist Förderband drin. Das muss geforscht werden, das Transportband. Ja, das muss geforscht werden. Das heißt, das bauen wir nach da, damit man das da auch forschen kann. Spülbecken brauchen wir nicht. Blaupausenkabinett kann man nicht forschen, also passt das. Warum? Ach ja, wir haben ja noch eins, richtig. Und das komme ich gerade nicht dran. Okay, jetzt. Ja. So, wir können noch irgendwas mitnehmen. Aber warum? Lass doch eins mitnehmen zum Forschen, da wird auch wieder ein Einweichbecken draus und dann haben wir direkt die nächste. Ich hätte ja nochmal gewürfelt. 70 für 3, aber wir brauchen... Ja, 70 für 3 ist zu teuer. Wir haben ein Förderband, wir müssen das erstmal kopieren. Aber ich weiß nicht, kann man eine Kopie wieder, nur eine reine Kopie reintun? Nee, es muss irgendwas Original sein, ne? Wir bräuchten, wenn ich noch einen. Ich weiß nicht, wir haben doch diese Mod. Warte mal, ich habe doch hier, was habe ich denn hier gerade? Ich habe doch hier das Spülbecken. Aber 70 für 3 finde ich harpig, sag ich ganz ehrlich. Ja, aber was willst du machen?
Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Damit. Einmal machen wir. Da. Jo. Da. Da hat sich schon gelohnt. Manchmal muss man sich was trauen. So, das heißt, wir haben hier schon mal einen Greifer. Hier willst du den nicht auch forschen? Dass er zum Smart-Greifer wird? Nee, weil Greifer damit, wird ja schon reichen. Ja, aber hier wird doch gleich ein Greifer draus. Ja, ist ja egal. Dann wird er danach nochmal weiter geforscht. Ja, aber dann hätten wir direkt einen Smart-Greifer nächste Runde. Guck mal nicht das. Ja, können wir auch machen. Warte. Komm her mit dem Ding. Ja, und das der muss hier unten mach das Blaupausen raus, ja. Und die Tür. Nee, da kommt keiner mehr zum Mülleimer. Oh, den stellen wir mal lieber raus. Besser ist das. Oh, irgendwas passiert. Den Rest brauchen wir wirklich nicht mehr. Okay, dann. Ich nehme die Pizza. Soweit, ich nehme die Pizza eigentlich nie, ne? Ja, eigentlich ist das totes Material. Ja, stimmt schon. Für harte Zeiten, aber. Wir hätten davon, ich sag mal so, eigentlich müssten wir davon einen zweiten haben. Wo normale. Und da würden wir die da reinschieben. Erst portionieren und dann da rein. Ja. Ist schon klar. Weil dann könnte man auch direkt vorne in der Bedienung, weil du hast ja auch eine gewisse Anlaufzeit in der automatisierten Produktion. Ja, schon klar. Wobei man theoretisch gesehen eigentlich nochmal teilweise sogar ein zweites Mehl und einen zweiten Käse braucht. Weil wir haben ja einmal normale und einmal die mit Zwiebeln. Und die Zwiebel ist ja theoretisch gesehen eine eigene Reihe. Da braucht man es nicht so ums Eck bauen. Ich weiß schon, was du meinst. Dass man sich mit aller Gewalt von einem also holt. Wir müssten, ja, genau. Wir müssten also gucken, dass wir vielleicht alle Materialien, also Mehl und gut, okay, also ich wäre soweit. Theoretisch. Mhm. Okay. Ist noch Dreck? Nein, doch gar nicht. Brauchen wir normale, ja. Hier unten war, glaube ich, zuerst dran. Oh, die große Zwiebeloffensive hier, oder was? Alter! Das gibt's nicht. Die wollen alle Zwiebel. Das ist doch gut. Aber ich habe da unten noch eine Scheibe Margarita liegen. Kein Problem. Alter, schon wieder Zwiebel. Boah, ja, ich komm gleich wieder hoch, mach Zwiebel. Endlich werde ich diese eine Margarita los. Ah, Margarita, endlich. Teilweise schon knapp hier.
Ja, komm vor, helf. Gut. Was war's das? Wo muss noch weg? Jetzt haben wir so alle drin, aber. Es war knapp. Wir müssen gucken, dass es abgeräumt wird. In die Einweichbecken kommt. Ja, Smartgreifer brauchen wir und die müssen dann immer rüber transportieren. Und dann bräuchtest du Turnschuhe, dann würde das schon gehen. So, was will der hier? Normale, okay. Ich hatte doch geforscht, ja. Probiert auch, okay. Telefoniert hatten wir nicht, ist aber egal. Ist nicht drin aktuell. Da ist er. Der hat Nummer 5. Wir brauchen keine Deko-Sachen, oder? Nee. Rechts. Ja, rechts, ganz klar. So. Deko-Artikel brauchen wir nicht. Ist da ein schöner Boden bei? Nee, ja? Nein. Doch, ganz rechts. Da, ganz rechts, der für die Abstellkammer. Oh, das war's dann. Hey, da war ein Scherz. Komm, lass den Scheiß. So, was haben wir hier? Das ist ein Greifer, den nehmen wir erstmal. Mhm. Ein Smartgreifer, den haben wir auch. So, also theoretisch gesehen könnte man schon 2 Tische automatisieren. Mhm. Also, dass der schmutzige Teller immer abgeräumt wird, ne? Also ins Einweichbecken, sagen wir es mal so. Wieso 2, haben wir nur 1? Achso, den da noch wegnehmen, ne? Ja, den ja. Da, ja. Den kann man ja jetzt wegnehmen. Ja, 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 stimmt. Sonst ein Greifer hin noch. Du vor. Achso, so willst du das machen? Nee, das ja, ist aber. Ja, das klappt nicht. Ja, wie sonst? Ja, warte. Ja. Warte mal, das muss eben weg. Also klar, du machst ja dadurch einen längeren Laufweg, aber dann hast du wenigstens. Na, da kann ich ja was Falsches drauflegen. Nee, stimmt nicht, wir haben eine Mod. Merkst du selber, oder? So, und das machen wir jetzt von mir aus noch mit dem Tisch, dann werden die oberen beiden Tische abgeräumt. Oder von mir aus der untere Tisch und der in der Mitte. Können wir uns ja noch aussuchen. Ja, der untere in der Mitte. Gut, du hast dann halt Laufwege, dass du hier reinlaufen musst, aber ist ja erstmal prinzipiell egal. Das ist egal. Nicht so schlimm. Der wichtigste Vorteil ist, du brauchst es nicht mehr abräumen, weil selbst wenn dann 2 Leute dran sitzen, wird der eine Teller schon ins Einweichbecken und der andere steht schon auf dem Förderband. Sprich, also der Tisch ist immer abgeräumt bei Zweiergruppen. Du brauchst dich nur noch oben um den kümmern. Wir müssen eine Proberunde machen. Ich brauche einen schmutzigen Teller. Ja. Wir müssen so oder so nochmal. Warte mal, was haben wir denn hier noch drin? Ja, Blockhausenkabinett. Ja, so, aber theoretisch gesehen haben wir jetzt. Also, wir brauchen jetzt nichts mitnehmen für Deko-Sachen. Wir können maximal was kaufen. Ich würde noch ein Einweichbecken kaufen. Da wäre noch ein kaufen. Weiteres Einweichbecken, ja. Ja, ja. So, eine Blaupause nochmal ja, kaufen? Ja, klar. Das ist ja nichts, das Ding. Muss aber irgendwie alles noch kopierbar bleiben. Warte mal, den einen hier, den kann man mal wegtun. So viel Platz brauche ich da unten nämlich gar nicht für die ganze Dose hier. Also ich glaube, 4 Einweichbecken reichen. Ja, mehr gehen so oder so nicht über ein Förderband, sonst müssen wir eine zweite Förderbandlinie aufbauen. Mhm. Also, dass du einen Teil nach oben wegtransportierst und den anderen Teil nach unten wegtransportierst. Ach so, ja, das geht natürlich auch. Aber normalerweise wäre es so, dass du dass du. Ja, mit Zwischenpuffern arbeitest. Genau. Mit den Abtropfbecken, genau. Brettern. Oder wie die Dinger hießen. Ja, stimmt. Also sollen wir denn. Was ist denn hier drin nochmal? Das hatte ich schon rausgeholt. Ja, was wird denn daraus noch? Woraus wird denn das Abtropfding? Aus den Dingern? Nee, das Abtropfding wird, glaube ich, aus dem. Wie heißt es? Aus dem. Normalen. Abstellding. Okay. Also Einweichbecken, ja, was machen wir mit dem hier? Sicherheitshalber kaufen und einlagern, kostet ja nichts 20.
Ach so, dann hätte man. Ja, gut, aber warte, wir brauchen doch eh gerade nichts anderes. Ja, stimmt, dann nimmst du nochmal mit und kopierst. So, wir haben einen normalen Greifer und einen Smart Greifer. Wenn wir jetzt beide nochmal upgraden, wird aus dem normalen Greifer der Smart Greifer und aus dem anderen wird der Eckgreifer, theoretisch. Jo, so gut. Und dann machen wir das so, ne? Mhm. So. Jetzt machen wir aber noch, hier muss noch was rein in das Blaupausenkabinett, dass wir es kopieren können, damit wir nächste Runde mehr zum Rollen haben. Mehr zum Rollen haben. Kriegst du eine Neonleuchte. Du. Das ist irgendwas. Nö. Nö. Wir bauen einen schmutzigen Teller, genau. Ja, wir müssen einen Übungsmodus machen. Weil ich kann es nicht live programmieren, während die Runde läuft. Gut, wir müssen eine Pizza machen für die Katzen, wenn die normal wollen. Ja, stimmt. Ja. Also wir müssen eine Pizza von beidem machen. Ah, da war der Fehler. So. Nö, warum? Kannst doch dann im Übungsmodus kannst du die Pizzenstücke rausnehmen. Reicht. Hätte erstmal gefragt, weil wir wollen beide Zwiebel. Ach, du meinst, die gehen nicht verloren? Nö, die bleiben da drin. Ist doch nur der Übungsmodus, oder? Keine Ahnung. So, jetzt. Und oben, genau. Das war's. Gut. Leave Practice Mode. Und jetzt? Ja, sind da, ja. Auf magischer Weise da. Okay. Gut, dann sind wir soweit. Ja, oder? Mhm. Kann ich mir irgendwie schief hier? Nicht wirklich. Was hättet ihr gerne hier, Freunde? Auch wieder die große Zwiebeloffensive hier. Was soll das denn? Nein, ah. Was denn? Du hast mir da eine leere eingelegt. So, was hättet ihr gerne? Normale. Okay.
Wird knapp hier vorne, ne? Wird richtig knapp hier vorne. Komm. Verdammt. Nö, ich denke, das war's jetzt. Ach, kein Stress. Immer dabei. Das war blöd jetzt. Ja, das Problem ist, weil du immer versucht hast, die Zwischenteller zu nehmen. Du musst immer nur die sauberen Teller aus den schmutzigen Dingern rausnehmen. Danach ist das alles wie gelaufen. Weiß nicht. Du hast immer den hinterher. Vom Förderband irgendwo anders hin. Kaum über die nicht hinterher. Ja, erstmal speichern und Haku. Oder wir bauen um und gucken, dass wir mit den Förderbändern draußen alles irgendwie auf die Kette bekommen. Aber eigentlich brauchen wir dafür die um die Ecke. Und davon das erforschen wir jetzt erst in der Runde. Ich weiß. Ja, das sind halt immer Zweiergruppen die ganze Zeit. Und gerade, dass nochmal so viele kommen. Nur wer will, Ausrufezeichen Visit, wenn wir neu gestartet. Ist gleich das Restaurant neu geladen. Weil das Problem ist halt, ja klar, aber dann hatte ich halt noch Dreck auf dem Boden und hat mich verlangsamt und dann ist hier alles so eng und theoretisch, hier ist alles viel zu eng. Du kannst mir nämlich auch da nicht helfen kommen. Das ist das Problem. Warte mal, lass mal eben kurz. Wir haben 3 Förderbänder. Oh, das eine ist aber kein Smart. Mhm. Das ist schon mal scheiße. Das, was wir brauchen, haben wir alles erst nächste Runde. Das ist das Problem. Mir schon klar. Es hat mir schon geholfen, dass da die Teller waren. Das war nicht das Problem. Aber das ist halt alles super eng. Na, warte, da kannst du aber noch was optimieren. Theoretisch gesehen. Ich will ja nur Platz haben. Ach so. Ich will eigentlich nichts optimieren, ich will nur Platz haben. Weißt du? Und da oben auch. Die 2 Meter sind nicht so schlimm, Hauptsache ich kann mich hier mal bewegen. Ist alles so eng, weißt du? Was ist denn, wenn wir alles genau eins mal höher stellen? Nee, das doch. Warte, dann machen wir das so. Ach so. Dann nehme ich das Öl rüber, dann kann ich da immer die fertigen Pizza drauf schmeißen. Ja, genau. Das ist nämlich. Dann ist hier eine fertig, dann ist hier immer die fertig ist und dann kann ich da immer trotzdem noch eine weitere Margarita im Hinterlauf haben. Genau, das war nämlich die ganze Zeit auch ein bisschen doof, weil das wurde manchmal leer. Und dann habe ich es ja alles mal rübergelegt, aber das halt eigentlich auch zeitlich nicht habe. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Das Ganze machen wir so. So. Den einen Tisch dann einfach wieder ran. Nee, stell den nach hier, stell den nach da. Was ist das so? Stell den mal nach hier. Aber habe ich doch wieder mehr Schmutz? Genau. Nee. Also, achso, ja, stimmt, klar. Entschuldigung, hatte ich vergessen. Oh. Aber wo tust du dann die Teller hinstellen? Hier oder was? In die Mitte. Das ist viel angenehmer. Und da oben wieder die. Genau. Ich würde die. Jetzt fehlt. Ja, das Problem ist, es fehlen Schmutzmatten. Das ist klar.
Ich würde sie kopieren, wenn wir können. Ja, aber gut, vielleicht haben wir nächste Runde das Glück. Das war so, die Frage, die ich jetzt noch habe, ist, hier ist es mir eigentlich auch zu eng, ob wir hier noch eins zurückgehen. Ja, musst du wissen. Wir können alles eins nach hinten stellen, das sind für mich nur ein paar Handgriffe. Muss ja wieder weiterlaufen, aber... Ja. Aber das Ding ist halt, wenn du mit dem Spieler stützen willst, ist hier wieder zu eng. Ah ja, hier wieder rum. Ja, dann komm, alles eins zurück. Aber beim Forschungsding nicht mehr vorbei. Ja, das ist das kleinste Problem. Das ist das, weil das immer noch das kleinste Problem ist. So. So, Forschungsding nach da. Aus damit nach da. So, zack. Das hier muss mir nicht nur kopiert werden. Das hier muss geforscht werden. Das heißt, die Blaupause kommt nach da, weil die muss nur kopiert werden. Das hier muss ebenfalls geforscht werden. So, Einweichbecken kommt nach da, weil das braucht auch nur noch kopiert werden. Das Ding braucht auch nur noch kopiert werden. Jetzt kommen die Sachen, die geforscht werden müssen. Dann hier hin, oder was? Ja. Also. Genau. Und dann braucht man hier, kann man einmal alles kopieren und hier forscht man die zwei, die wir forschen müssen. Und so, und hier kann man dann zack, zack noch eins rüberlegen. Und das ja, das musst du wissen, das ist mir egal. So. Zur Not. Weil wenn du mal hier drin bist zum Helfen. Ja, aber so kommst du jetzt wieder blöd an die vorbereiteten Zwiebelnpizza ran. Die brauche ich maximal zu Anfang. Gut, dann? Ist die Frage, ob wir die generell mit unseren, in unser Ding mit aufnehmen, aber das geht nicht, ne? Nee, haben wir einen Portionierer. Da muss es manuell rüberlegen, nee, vergiss es. So, ich brauche es nämlich maximal am Anfang. Später ist genug da, dann nehme ich die eh von da weg. Okay, versuchen wir unser Glück. Hast du rechts oben noch eine Ablagefläche? Da, wo du stehst, hinter dir? Gut, habe ich. Na gut. Ich gehe zum Käse. Oh ja, falsch abgestellt. So, komm, direkt bedienen. Ich brauche erstmal eine normale Pizza. Na jetzt. Was hätten Sie denn gern?
Das war jetzt blöd, was du gemacht hast. So. Ah, ich seh's. Ja, weil jetzt haben wir zwei angefangene Pizzen, aber ich krieg dadurch keinen Platz frei. Mhm. So, letzte Mal kopiert. Ich gehe jetzt in die beiden Forschungen ein und danach. Und die letzte Dingspizza. So, ich komme mit nach vorne zum Helfen. Die war noch in der Mitte leicht pisst, dass ich sie nicht bedient habe. Und dann weg. Boah, der Dreck hier vorne ist aber brutal. Das war dumm. Sind die normale? Ich mach die andere. Fuck. Ja, ich muss Pizzen machen. Scheiße. Alles gut, sind alle drin. Gereicht. Ach doch, gereicht. Okay, gut. Okay. Und sogar noch alles über. Wir können jetzt mal gemütlich runterspielen. Ja, also der Schmutz ist schon brutal. Kann man nicht anders sagen. Und als das halt so eng war, hat mich das halt noch mehr gefickt. Das war das Problem. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche da vorne Platz. Klar, dauert es ein bisschen länger, dann bin ich ja nicht, die ich da rumeier. Ja, aber ich guck mal, ich bin ja auch noch nach vorne gekommen zum Bedienen. Ne? Ich sag also, ja. Das wäre nicht möglich gewesen. Also das war schon gut so. Na, wir haben den Platz das wirklich gebraucht. Mixer. So. Das heißt, warte mal. Dann glaube ich gar nicht genug Geld, um alles zu kaufen. Klar. So, weil jetzt könnten wir es theoretisch gesehen auch schon teilautomatisieren. Also es ist Geschirrbräumen, meinst du? Nee. Sondern? Ja, doch. Nee. Wir haben einen um die Ecke greifenden. Also, Mixer, den tun wir upgraden zum Schnellmixer, oder? Ja, natürlich. Außerdem müssen wir ihn kopieren. Da mach mal irgendwas raus, Blaupause oder so. Beide Blaupausen kaufen? Okay. Weiß ich noch nicht. Wir brauchen auch noch Geld, um den Rest zu kaufen. Guck mal, wie viel wir jetzt haben. Den Rest auch noch kaufen und haben wir schon alles gekauft. Ja, warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Das, war ja das kommt zum raus würfeln. Zum Würfeln, aber wir müssen nicht würfeln. Aber wir nehmen irgendwas anderes mit. Oh, ich kaufe noch einen Esstisch. Für den Schmutz. Erst ab 3 Felder wird es nicht so schlimm. Warte mal, den Forschungstisch, den stellen wir jetzt mal eben kurz hier unten hin. Ich brauche erstmal den Platz hier. So, was haben wir hier noch? Brauchen wir die wirklich noch? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Portionierer. Kombinierer. Lass uns, ja, wie gesagt. Ne? Lass uns nur einen kaufen oder so. Aber das reicht dann. Einen kaufen, dann raus damit. Das reicht doch. Also, ja. So, also, die haben wir jetzt genug. Aber wir könnten neuen kaufen, aber ist egal. Also, was haben wir denn hier noch drin? Spülbecken brauchen wir noch? Wir haben doch 4 Einweichbecken, oder nicht? Ja, aber wie viel brauchen wir denn? Was kostet es denn? 60 also, oder was? 20. Ja, ich kaufe noch eins. Für 20 nehmen wir noch eins. So, warte, erstmal dahin. So, der warte, Rest kommt da oben raus. Ist ein Blaupausenkabinett. So, ich würde das Einweichbecken hier oben noch in ein Blaupausenkabinett tun und auf Seite tun erstmal. Maximal kopieren dann noch. Nee, wir haben keine Zeit, so viel zu kopieren. Ich brauche dich vorne. Ja, ist geil, wenn du viel zum Würfeln hast. Ich verstehe das schon, aber... So, warte mal. Das ist ja wirklich nur das Nötigste kopieren und... weißt du?
So, der Greifer muss mir nicht. Das Smart-Greifer, oder? Das ist ein normaler. Das ist ein Eckgreifer und ein Smart-Greifer. Die beiden brauchen jetzt nur noch kopiert werden, genau. Die ganze Zeit. Genau. So. Hier unten ist ja der Mixer drin, der muss aber auch noch geforscht werden. Mhm, das kannst du da machen. So, und das Ding kommt wieder nach da. Dann kommt der Forschungstisch wieder nach hier. Ne, halt erstmal nach hier oben. Mhm. So, aber jetzt. Das Ding ist, wir kriegen es da hinten noch nicht rum automatisiert, oder? Doch, wir kriegen es automatisiert jetzt. Ja, aber da ist immer nur an einem. Ja, genau, das ist das. Das macht Sinn. Da brauchen wir alleine 4 von den Eckgreifern. Da müssten wir den Smart-Greifer jetzt doch noch forschen und nochmal zu einem Eckgreifer machen, dass wir doppelt Eckgreifer bekommen. Dann kriegen wir das in, ich sag mal, 3 Runden hin. Da sind sie mal tot. Ja, oder wir automatisieren. Ja, aber hier hinten kriegst du auch nichts automatisiert. Noch nicht, weil uns noch der Mixer fehlt. Wir waren ja blöd. Warum? Jetzt die nicht kaufen müssen. Was jetzt? Wir haben doch die Mod, dass du die wieder reinlegen kannst. Was wieder reinlegen? Die Kopien kannst du in andere reinlegen. Nee, du kannst die Kopien nur da wo reintun, wo das Original rein ist. Bist du dir sicher? Ich glaube, mit der Mod kannst du die überall reinlegen. Ja, wir haben doch jetzt hier eine Neon, das ist eine Kopie hier, das Graue. So, dann tun wir die jetzt mal da unten rein. Geht nicht. Okay, macht er nicht. Ja, okay. Also es geht. Ja, okay. Okay. Das wäre ja dann auch hartes Gecheat. Das wäre ja absolutes Cheaten. Gut, ich meine, das kannst du bestimmt eine Mod, die das machen könnte, aber ja. So, also einmal rollen. Nein. Wir haben nur noch 100. Weißt du, was wir nächste Woche anders kaufen müssen? No. Rollen ist nicht drin. 60, 60 und 120. Vergiss es. So, also, auf jeden Fall werden wir die jetzt einsetzen, die zwei, die wir hier haben. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir könnten sie so machen, dass alle dann nach unten gefördert werden. Und dann unten in ein großes Spülbecken, dann musst du einmal spülen, dann sind sie alle sauber. Und dann musst du so umstapeln. Aber das ist auch keine Erleichterung. Nee. Theoretisch gesehen müsste der Smart-Greifer hier in die Mitte, damit du hier auch diese Automatisierung von 2 Tellern wenigstens hast. Dann das wäre eine, jetzt hätte man auch Platz, um das zu machen, ja. Ich bin gerade am Überlegen. Jetzt mal nur just for fun, warte mal. Ja. Achso, ja doch, das geht, warte. So, machen wir die Teller dahin erstmal. Ja, hier, so. Aber... Dann hast du aber wieder die Engstelle. Ja, ja. So, aber wenn ich bin gerade am Überlegen. Also so machen wir es nicht, weil dann wird es zu eng. Aber dann würdet ihr hier den Teller rausziehen und dann direkt da reinschieben, weißt du? Mit dem Eckgreifer. Das würde auch nochmal helfen, den da oben leer zu räumen. Müssen wir wieder von allem oben eins runterrutschen. Mit allem. Nö. Dann können wir das da oben schön machen. Mach erstmal so, ja. Ich geh raus. Ja, und das auch wieder eins tiefer. War ja eigentlich nicht. Ja, uns fehlen noch Bänder, ja. Ja, Bänder sind das Problem. Also in dem perfekten Spiel wird sie als erstes den Forschungstisch bekommen, danach den Kopiertisch und dann... Dann die Bänder. Zwei Blaupausen-Kabinett, dann Blaupausen-Kabinett und dann die Bänder. Und danach langsam alles andere.
Ja, der zieht es halt immer weiter. Der zieht auch die sauberen Teller weiter raus, wenn der ja, Platz ja, der ist. Zieht auch die sauberen. Ne? Das ist gut an der Stelle. Das ist das Gute. Der zieht alles. Der holt nur die schmutzigen, das ist klar. Und der zieht es weiter. So. Der zieht nur die schmutzigen, der spült es, der zieht alles. Wir brauchen eine Probe. Wir brauchen Probe oben oder Tag auf jeden Fall. Ja, wir müssen so oder so einstellen. Ne? So ist es jetzt nicht. Brauchen wir eine Pizza? Oh, hier unten fehlt mir noch was. Müssen wir gleich machen. Was fehlt denn da? Hier haben wir immer zwei gehabt, die brauche ich auch. Ja. Ah, das ist nicht. Aber können wir gleich aber machen. Dann kommen wir hier unten nicht mehr durch. Ich? Nein. Weil wir mit allem eins runtergerutscht sind, sonst müssen wir die Forschung irgendwie nach hier hinten quetschen. Ist auch kein Problem, können wir auch machen. Können wir uns überlegen gleich. Aber dann bin ich halt noch länger weg für Forschen und alles. Achso, ja. Nee, er zieht nicht. Nee, er zieht sie eben nicht raus. Weil erst die Aktion in Kraft tritt. Scheiße. Aber. Warte mal, jetzt ist er schon sauber. Scheiße. Wir brauchen nochmal schmutzige Teller. Oh, das haben wir gleich. Ja, aber nee, bringt ja nichts, weil wir müssen den sauberen Stapel hier nach da stellen, um zu gucken, ob der die von hinten reindrückt. Was macht er? Dann wäre oben wenigstens komplett automatisiert. Das dann macht hättest er. Du die nie im Weg legen oder so. Was macht er? Ja? Was macht er? Auch der ist normale. Ja, doch, stimmt, das macht er, klar. Wir ja, lassen mal Promo das machen. Gemacht. Ja, dann musst du erstmal rausgehen. Ja. Weil dann stehen die Teller auch wieder nicht im Weg. Ja? Boah, ja, aber nach hier hinten in die Ecke laufen wird kacke sein. Ja, okay. Das ist richtig. Das würde ich nicht so machen. Nee, ich hab's erstmal nur wohin gestellt. Ja, das ist auch scheiße, aber gut. Okay, komm, erst nochmal Übungsmodus. Warte, ich will nochmal, aber wir kommen da wirklich nicht rum. Warum? Doch klar, geht doch. Ja, aber, ja, okay, aber dann, ja, gut, okay. Aber dann brauchst du halt richtig lang, bis du bei der Zwiebel bist. Naja, egal. Wenigstens so. Für den Anfang. Ach stimmt, meine Zwiebeln sind ja weg. Ja, weil die müssten ja jetzt noch unten und dann wären wir ja ganz vor. Oder wir drücken halt die Forschung nach hier in die Ecke. Können wir auch noch machen. Dann haben wir Platz unten. Aber wie gesagt, dann muss ich erst nach hier hinten laufen. Dann laufe ich bis nach vorne und dann feststellen, scheiße, es fehlt wieder Pizza, dann laufe ich wieder bis nach hier oben. Schon klar, ne? Schon klar. Ne, wenn ich keine Zwiebeln habe, dann, aber ja, es war ganz praktisch, dass ich mit den Zwiebeln helfen konnte, aber ich kann auch hier zu Anfang stehen. Genau. Ich muss halt ganz da oben ins Eck, ey. Aber es geht nicht anders. Wir könnten es eins kürzer machen, aber dann hast du mehr Dreck da oben. Weil, wenn du den einen Tisch hier den einen Tisch nimmst und den da hinstellst und das dann so, dann setzen, kannst du ja hier hinschmeißen, das wird trotzdem da weggezogen, ne? Ach, ich kann es trotzdem hier hinlegen, weißt du? Ja, klar. Wie gesagt, wir könnten ja auch einen ganz langen Tisch machen, der hier einmal rumgeht, so. Ja, ist schon klar. Und dann stellst du hier alles drauf und selbst der ganz hinten hier nach 15 Tischen sitzt, bekommt das, weil es auf seinem Tisch liegt. Ja, wir können so riskieren. Wie gesagt, wir kriegen halt überall Schmutz im Moment. Ist schon klar. Klar, weil ich würfel nicht für 80, wenn wir so viele Sachen haben, die wir kaufen müssen. Nee, das lohnt sich auf gar keinen Fall. Gut. Bällchen. Ja. Aber nee, warte, wir wollten noch testen, ob der die Teller wirklich rumlegt. Lass uns mal lieber das testen. Ich gehe von aus, dass er das macht, zu 99,9%, aber. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja? So. Ja, reicht doch. Ja, jetzt will ich noch mal. Ich will ja doch üben. Diesmal, wir müssen aber noch zwei Blaupausen mitnehmen. Weil unten sind noch zwei leere, die wir kopieren können. Aber wir haben noch gar keine Zeit. Ach, ihr Penner, doch. Jetzt wollt ihr andere. War doch klar. Guck erstmal, was rauskommt, weil danach können wir nicht entscheiden.
Es wird der beheizte Schnellmixer. Also können wir mit dem auch noch nichts anfangen. Jo. Guck jetzt, die setzen sich. Ich glaub's dir. Gib mir mal noch ein normales Stück hier. Guck, jetzt gibt's ja, das klar, auch noch. Das. Zack. Und jetzt, bling, geht das auch. Wenn wir da noch ein Gerade setzen würden, dann, oh nee, dann schieben wir ja trotzdem wieder alles auf Seite. Nee, komm, passt schon. Wie gesagt, ich weiß nur noch nicht, ob das Spülbecken hier in der Ecke so gut ist. Weil, wie gesagt, wenn ich zur Unterstützung komme, blockieren wir uns ich hier. Ich glaube auch gar nicht, dass wir das brauchen da oben an der Stelle. Ja, dann machen wir es hier. Leave Practice Mode. Ja, eigentlich müssten wir es da machen, wo jetzt das Spülbecken ist, weil das haben wir seitdem gar nicht mehr gebraucht. Das Ding ist mittlerweile auch total unnütz. Ja, aber ich würde es trotzdem... Da können wir eher das hier nehmen. Guck mal, wir haben noch eins. Ah, hier. Oh, zack. Scheiße. Ja gut, 4 brauchen wir ja alleine für die Automatisation. Ja. Wir haben noch eins für harte Zeiten genommen, ich weiß. So, aber wir packen jetzt hier unten nochmal 2 Dinger rein, die wir kopieren können. Ich würde Geschirr mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch. Und Safety First, eine Kochstelle. Nimmst du den Kopierer? Danke. Perfekt. Gut, dann sind wir wieder soweit, ne? Kochstelle könnten wir aber auch forschen. Eine sichere. Ja, das könnte man machen dann. Genau. Nach hier reicht doch. Nee, lass. Stell da wieder hin. Ja. Nee, halt, falsch. So, dahin. So, Geschirr kommt nach da. Und du willst den umstellen. Ja, okay. Ja, dann habe ich hier keine Stelle, wo ich reinlaufen kann, mich festbacken. Mhm. So, also. Halt. Ein Tisch ist noch falsch. Oh ja. Aber das da ist doof. Warum? Brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen da gar nichts. Halt, wir brauchen da gar nichts. Nee, wir brauchen Warum? Da gar nichts. Okay, dann brauchen wir da nichts. Dein Wort in Gottes Ich würde das maximal hier hinstellen. Und dann haben wir eine Ablagefläche, die sowohl Teller spielen kann, als auch normal. Spülen tut's das nicht. So, los geht's. Es wird eine harte Runde jetzt. Ich nehme nochmal kurzen Schluck Tee. Ja, halt, warte, dann trinke ich auch noch einen Schluck. Der Fuchstasse, noch mal kurz Wasser. Dann, Ich bin soweit. Was ist Spiel? Ah, jo. Stand falsch, egal. So, was hätten's denn gern? Normal. Und gegen den Schmutz bräuchte ich was. Ja, aber Mob hast du keine Zeit für. Nee, das ist klar. Aber es wird halt jetzt schon zeitlich knapp.
Mutter, ja. Sehr viele Einergruppen gerade, das rettet uns gerade so ein bisschen den Arsch. Ja, im Notfall musst du brüllen, du musst halt kurz nach vorne kommen. Ja, schon klar, ne? Margarita wieder als nächstes machen, bitte. Ja. Raus und sie zweite bringen. Oh fuck, ich muss wieder Pizza machen. Scheiße. Ich dachte, ihr wolltet die... Oh, fuck, der da oben wollte. Oh, shit. Ich mache es. Scheiße, ich bin mit dabei. Ich kümmere mich um den unten. Okay. War klar, dass du den anderen willst, du blöder Penner. Ich komm nicht hin, muss mich weglassen. Margarita nochmal eine vielleicht? Obwohl, sind alle drin. Hat doch irgendwie geklappt. Ja, dass er die oben der wegsortiert hat, war super. Sowas würde ich gerne nochmal bauen. Ja. Wenn wir sowas nochmal hier unten bauen, wäre auch super. Ja, wir haben doch Geschirr, könnten wir machen, ne? Deswegen habe ich es reingelegt. Aber das Problem ist, dann hast du irgendwann oben zu viele Teller, weil du den von unten irgendwo nach oben machst. Weißt du, was ich meine? Du musst gucken, dass wenn du dann hier 6 Teller hast... Wir bedienen den letzten Mal noch, die 6 Teller auch hier... Weißt du? Achso. Also wie gesagt, das kann ein zweischneidiges Schwert werden. Kann ja passieren, dass es zu viele Teller sind, ja, an der einen Stelle. Ja, woanders sind zu wenige. Dann stockt es und dann musst du sie rumsortieren und das hast es ist vorbei. Ne? So. Also, Transportmixer ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Na, den brauchen wir nicht. Lasse beide drin, dann brauchen wir nicht mehr forschen. Doch. Da brauchen wir nicht mehr kopieren. Ja, aber warte mal. Den könnten wir gebrauchen. Du meinst, weil es eh scheißegal ist, wie schnell das Tomatending macht oder was? Der macht nämlich genauso schnell. Nee. Wir sparen uns einen Förderhund. Nee, eben nicht. Ach, der schiebt nur weiter. Der schiebt nur weiter. Mhm. Aber... das könnte man zum Beispiel benutzen, um den Käse auf einen Kombinierer zu drücken und der kombiniert dann den Käse nach da zum Beispiel. Okay. Dann hätte man hier immer automatisch schon mal eine fertige Pizza Margarita sozusagen liegen. Dann braucht man nur noch einmal irgendwo, blöd gesagt, die Zwiebeln. Wenn wir halt die Förderbänder halt dafür hätten, ne? Ja, man müsste halt noch ein Förderband opfern. Und aktuell? So, warte mal, was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Wir müssen auf jeden Fall den Smartgreifer kommen. Da geht gar nichts drum rum. So, den Eckgreifer müssen wir auch kaufen. Da geht auch nichts drum rum. Ja, das war's. So, die Kochstellen, die waren für den Arsch und das Geschirr. So, wie gesagt, eigentlich sobald der Geschirrfluss einmal da ist, reicht das eigentlich vom Geschirr. Wir hätten theoretisch gesehen einen Smartgreifer aktuell über. Und den könnten wir benutzen, um das mit dem Käse zu machen. Mhm. Was willst du mit dem Eckgreifer machen? Ja, auf Seite legen, bis wir genug haben, damit wir das komplett automatisieren können mit dem Waschen von den Tellern. Nee, warte. Warte. Also, ich denke, ich baue jetzt nochmal. Wir können es wieder zurückbauen. Es ist nur mal so ein Gedankengang. So. Ja.
Ja. Jetzt brauchen wir halt dann noch einen Eckgreifer. Aber da fehlt uns doch, doch. Es würde gehen. Ja, ja, so wie du jetzt grob den Aufbau hast, so ist er ja auch später, ne? Ja, ja. So war gerade mein Gedankengang. Wir haben leider nichts zum Zwischenpuffern. Sonst könnten wir alle da hochschicken. Brauchst du ja nicht. Zwischenpuffern brauchst du nicht. Wenn du 4 hast, also wie gesagt, der Tick auf einem Förderband ist exakt 4. Sprich also, wenn du 4 Einweichbecken hast, hast du den Tick, schneller kann das Förderband nicht transportieren. Mhm. So, aber im Endeffekt würdest du ja, wir können es ja so oder so gleich nochmal richtig hinstellen, aber wie gesagt, dafür es war gerade. Fuck. Was? Scheiße, ich bin so dumm. Was? Ich habe es eben noch gesagt, wir müssen den Smart-Greifer zum Eckgreifer machen, damit wir mehr Eckgreifer bekommen. Fuck! Dann hätten wir nämlich jetzt keinen Smart-Greifer gehabt, sondern noch einen Eckgreifer. Jo, mein Gott, geht die Welt nicht unter. Doch. Das heißt, der wird jetzt getauscht mit... Nee, halt, das ist ja der Eckgreifer. Der da muss geforscht werden, auch noch. Aber gleichzeitig auch noch kopiert werden. Also so. Mhm. Kopiert er alles und so forscht er die 3, die geforscht werden müssen. Das Ding kann auch raus. Brauchen wir nicht. Ja, wenn du jetzt den Mixer kaufst, auf jeden Fall, dann sind wir wieder, haben wir nur noch 80, also. Ja, wenn wir den kaufen, also wie gesagt. Ja. Also es hat gerade so, wie es war, gut geklappt. Dadurch hätten wir den hier frei und wie gesagt, dadurch würden wir automatisch fast immer eine Pizza Margherita dahin bekommen, ne? Ich sage es nur. Ja, dann, ja, 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 ja. Also die eine Runde werden wir ja wohl noch überleben, oder? Denke. So, warte, der Kombinierer, der muss dann nach. Oh, das andere mal wieder rum. Ja. Müssen wir aber eine Proberunde machen, ne? Logischerweise. Wo war er denn? Also ich kaufe den jetzt, ja? Aha, ja, haben wir ja gesagt. Ja. Ja, Moment. So, das heißt, man bräuchte hier nur noch Zwiebeln machen. Geil. Ja, ja, genau, sowas. Aber wir machen noch mal eine Proberunde, dann sehen wir es ja. Der Käse ist weg. Achso, ja, ja. Der Käse ist weg. Willst du dann da noch eine weitere Ablagefläche haben? Aber brauchst du eigentlich eher ein Einweichbecken. Ja, ja, stimmt. Wenn ein Einweichbecken. Kann auch eine Pizza drauf zur Not. Übungsmodus. Ja. Nach Adam Riese müsste das jetzt. Ja, wunderbar. Nein! Scheiße. Gut, dass wir es probiert haben. Weil der ist nicht schnell genug mit dem Durchmixen und dann schiebt er das schon dabei. Aber was wird denn hier für ein Rezept raus? Irgendwas für was anderes. Das aber ist für einen Salat oder so. Ich mir gedacht habe, okay. Gut, das heißt, das hier ist schon mal hinfällig. Aber ist egal, dann kommt da eine normale Stelle hin. Wollte gerade sagen. Dann brauche ich mich wenigstens nicht mehr um den Käse kümmern, dann ist ja immer schon fertig. Weil also eine Pizza Margherita habe ich jetzt fast schon immer fertig. Ich brauche da nur noch Zwiebeln kloppen. Ach so, ja, wenn du... Warte mal. Ja gut, das ist egal, ja, ja, das ist egal. Da komme ich mir nicht ran. Kommst mal vor.
So, dann stellen wir die Zwiebeln dahin, dann kann man nämlich hier zwei Zwiebeln vorbereiten. Weil du stehst oder so nur vorne am Anfang. Was machen wir denn? Da oben ist ein Blaupausenkabinett, das ist ein Blaupausenkabinett hat. Ja, sehe ich das richtig? Mhm. Ja, genau, das siehst du richtig. Das ist das doppelte Blaupausen. Das, ja, wir brauchen das klingt so ein bisschen wie so ein Buch von, das, ich komme gerade nicht, wer hat das doppelte Lottchen geschrieben? Erich Kästner? Oder wer war es? Weiß nicht, das doppelte Blaupausenzimmer. Oder wir nennen es einfach Blaupausenkabinett Quadrat. Ah ja. So. Ja. Müsste eigentlich alles soweit dann richtig sein, richtig? Die Frage ist, was brauchst du eher auf Halde? Brauchst du eher Tomate auf Halde, weil das länger braucht? Ja, dann würde ich die Produktion tauschen. Warum? Weil, weil Tomate verstehe, länger weil dauert. Schieb. Und der schiebt es weiter und kann dann schon das nächste produzieren. Du wartest, wenn dann eher auf Tomate. Ja, aber nein. Das eine ist ein Transportmixer und das hier ist ein Schnellmixer. Ach, ist das also ein Schnellmixer? Da stand langsam dabei. Nee, das ist, das, oder? Das ist ein Schnellmixer. Echt jetzt? Ja, okay. Ja, das ist ein Schnellmixer. Hier, das hier ist der Transportmixer. Hier. Ich dachte, bei dem anderen stand auch langsam dabei. Nee, das ist der Schnellmixer. Aber das kriege ich auch jetzt nicht mehr angezeigt. Ja, okay. Wir haben hier noch ein Förderband. Was konnte man damit machen? Nix. Wie nix. Ach so. Doch, ich weiß, was wir damit machen können. Also nee, da gibt es bestimmt was Besseres, als irgendwo eine Zwiebel jetzt vorzuholen. Ja, was? Sag mir was. Wir können sag mir Quando, sag mit. Mir was. Quand war's, ich weiß. Ich wüsste was, aber ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Doch, klar. Hier, sowas kannst du machen. Und dann? Also nicht an der Stelle. So. Hä? Was hast du vor? Ah ja. Ich traf's nicht. Dann weicht er mir noch einen weiteren Teller ein. Weißt du? Aber da kommst du ja nicht ran. Ja, das programmieren wir einmal im Modus rum. Dann kommt der hier hin. Dann kommt der da hin. Und dann hast du die das machen wir so hin. Fertig. Weil wir das ja auch nie brauchen. Wollte ich sagen, das Telefon können wir wegstellen. Genau. Hey, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen hier so ein Labyrinth aus. Nein, wir machen kein Labyrinth. Genau, und dann schießen sie von der Seite noch drauf. Weißt du, was mich so stört, wenn ich mittlerweile Werbung angezeigt kriege im Internet? Dass diese Spiele in diesen Werbetrailern zum Teil gar nicht mal schlecht aussehen. Aber du weißt genau, es ist irgendein billiges Handygame, wo sie das Geld aus der Tasche ziehen wollen. I love it, hallo. Viel Spaß beim Zocken. Schön, dass du kurz Hallo gesagt hast. So, wenn wir das nämlich drehen, dann kriegen wir hier nämlich immer zwei gemacht. So. Das heißt Übungsmodus. Aber dann musst du erstmal rankommen. Das heißt, du musst die Spüle weiter runtersetzen. Weil du sonst. Nö, das kann ich von außen machen. Außer du musst, ja, okay, dann machen wir es halt so. Zack. Das brauchen wir auch nicht testen, das funktioniert. Alter, hat er wirklich diesen Gang da gebaut? Welchen Gang? Du hast Mehl genommen. Pures Mehl genommen. Alter, dass die Katzen da so drumherum laufen müssen. Ist das jetzt erst aufgefallen? Ich baue den bis nach oben, dann baue ich den wieder runter. Wir bauen da gar nichts bis nach oben. Abbruch jetzt, komm. Abbruch, 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 Abbruch. Ha, ist das schön. Nee, so, ist komm da los. Haben wir keine Zeit für. Lass das doch so. Nein. Ja, warum denn nicht? Weil die Leute schnell... Siehst du mal, gut, dass wir es gemerkt haben. Hier, wichtig und richtig. So. Nee, warte, ich will nur dahinter stellen. Ja, stell doch da unten in die Ecke, wo sie vorher waren. Die müssen nämlich schnell zu den Tischen laufen können. Nee. Doch. Oh. Ja, dann bauen wir überall Förderbänder. Ah, nee, geht ja nicht. Schade. Laufbänder müssten es sein. Laufbänder? Sind wir am Flughafen? So, hier, komm. Du kannst zweimal, Was zweimal? Zwiebel kloppen hier. Da. So, ist alles richtig eingestellt. Nur mal gucken. Ja, die Smart-Greifer passen. Es greift alles irgendwas. Los geht's.
Natürlich wollen sie Zwiebeln. Was hätte ich denn gerne? Eine normale. Weiß, was gut ist. Wenn mir langweilig ist, dann kannst du auch wieder das Gefrierding bestücken. Ne? Wenn mir langweilig ist, ich sag nur, wenn. Ne? Weil dazu komme ich gerade nicht, das habe ich gerade leer gesaugt. Ja, ich kümmere mich drum. Was hätten's denn gern? Ah ja. Hättet ihr denn gerne das? Fuck, 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 fuck. Das, du hättest gerne das. Das Geile ist, es sind noch immer unten zwei Teller ready, ne? Das ist schon geil. Das einzige, die einzige Schwachstelle ist aktuell die Mitte, weil da nicht zwei weggezogen werden, ne? Weiß, dass das in der Mitte nicht weggepackt wird. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, ja. Ja, ich bring die normale. Okay. Fuck, normale. Fuck, 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 fuck. Dringend, dringend, normale. Ja, ist doch da, ist doch da. Kein Stress. Sind doch alle drin, jetzt haben wir Zeit. Und die ist doch schon fertig hinten auf Reserve am Liegen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ah, okay, habe ich nicht die auf Reserve habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Ganz entspannt durch die Hose atmen, junger Herr. Also mit den Tellern automatisiert abräumen, das hilft schon viel, ne? Plate-Up ist ein nettes Spiel, glaube ich. Definitiv. Lohnt sich, ne? So, und jetzt kriegen wir das Teil automatisiert, würde ich sagen. Ja, weniger Geld verdienen, scheiß doch drauf. Naja, 25%. So, guck, und das ist jetzt der Schnellmixer.
Das ist ja der, den wir schon haben. Hm. Aber den brauchen wir nicht. Wieso? Welchen willst du denn haben? Nee, wir brauchen den nicht in dem Sinne, dass wir den aktuell nicht brauchen. So, den stelle ich jetzt erstmal nach da hinten. Tu's mal Zwiebeln weg. So. Obwohl, Mehl wäre besser gewesen. Entschuldigung. Tut Mehl weg. Die Sachen, die wir aktuell nicht brauchen, aber besser haben, weil... Haben ist besser als brauchen, schon klar. So. Gut, also, sichere Kochstelle brauchen wir. Ja, auf jeden Fall. Aktuell nicht. So nicht. Für... Willst du alles aus Kochstellen hier machen? Wäre auch eine Option. Nee, das macht nur mehr Dreck auf. Ja, merkst du selber. Ja, aber so, die Frage... Also, ja, können wir auch aufheben. Aber die Frage ist... Oh, ja, ja. Wichtig und richtig. Die Frage ist kopieren, oder? Ja, die Frage ist kopieren und noch eine Runde mit überleben. Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir mindestens 2 oder 3. Wir müssen die auf Zwischenhalte schieben können. Mhm. Teller haben wir ja noch, ne? Mhm. Hat man, ja, haben wir auch kopiert, genau. Und das ist... ja, warte. Wir nehmen jetzt erstmal hier das kaufen wir und das kaufen wir. Die beiden müssen wir einfach kaufen, das ist so. Erstmal hinstellen, so. Was müssen wir noch kaufen? Eine Blaupause kann raus zum Würfeln, theoretisch gesehen. Wenn wir würfeln wollen. Wenn wir würfeln wollen, genau. Ich bin mir nicht am überlegen, ob wir mal testweise alles so hinstellen, dass wir theoretisch gesehen automatisch abräumen würden. Von mir aus? Also wenn es halt reicht, ne? Ja, ich vermute ja nicht, noch nicht, aber schon fast. dann. Deswegen, werden wir alles wieder dann umkramen müssen. Aber wenn wir die Produktion oder die Abräumtechnik nicht mit 4 laufen lassen, sondern nur mit 3... Wird das ja auch schon funktionieren, ne? Weiß ich nicht, ob es reicht. Ja, das weiß Weil es staut nicht. Sich dann halt auch gerne, ne? Wie viele von den Eckdingern haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4. Ja, wir bräuchten alleine 3 zum Rein und 3 zum Raus, damit wir 3 bedient bekommen, ne? Ja, dann lass es. Ja, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen mit Umkram, das stimmt allerdings. Ja, dann müssen wir die hier unten erstmal auf Halde stellen, bis wir... Platz dafür haben. Nein. Na, was willst du denn sonst damit machen? Sollen wir hier in der Mitte noch befeuern? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann räumt es auf jeden Fall automatisch ab, ne? Muss man ja. So sehen. Aber wir haben nach hinten noch Platz, ne? Aber wir brauchen ein freies Blaupausenkabinett. Entweder kaufen wir jetzt noch eins. Können wir doch kaufen. Warum? Was willst du mitnehmen? Ja, da unten, für dieses Absperr hier, für dieses Abtropfbrett. Wir haben gerade keins frei. Oh. Ja, warte mal, wie viel Geschirr willst du denn haben? Wir haben hier doch 2 Geschirrdinger, ne? Ja, dann kauf die. So, einmal 8 und dann nochmal 8. Ja. Also ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Ja, okay, dann kauf die. 16 reichen, glaube ich. Da hatte Zeiten, dann brauchen wir nie wieder Geschirr, komm. Das sind nur 20. So, dann machen wir hier. Aber das ab, da, aber das müssen wir eh nur kopieren. Ja, aber trotzdem brauchen wir... Aber nämlich den Müller, du hast doch mal irgendwas schief gemacht vorhin. Nee, das ist dumm, dann muss man es nur ablegen ins Waschbecken, dann wird es zum Pizzateig. Ja, dann. Okay. Ja, aber ich kann trotzdem rausstellen, aber da kommen wir auch nicht. Kommst du auch nicht hin, sehr gut. So, das Abtropfbecken muss nur kopiert werden. Hä? Nein, das machen wir nicht. Jetzt auch da hinten rein. Oder so. Wenn wir es jetzt noch nicht brauchen. Nee, lass doch. Da komme ich ja nicht ran. Der muss schon vor der Tür stehen. Achso, du... Wo ist jetzt das leere Blaupausenkabinett? Weiß ich nicht. Da unten. Hier. Aber das muss ja nicht geforscht werden. Das muss ja nur kopiert werden. So, das hier muss nur noch kopiert werden. So, dann muss das Ding nur noch kopiert werden. Kommst du auch nicht in den Müll ran, aber egal. Doch, komme ich über die Ecke hier. Gut. Guck. Ja, aber du musst ja noch was nur kopieren. 3 Sachen. Ja, die sichere Kochstelle, oder? Nee, das Abtropfbrett. Ja, wo ist das denn? Ja, da direkt vor meiner Nase. Ja, so. Aber wir brauchen gar nichts mehr zum Forschen, meinst du jetzt? Nee, aktuell brauchen wir nicht. Was willst du denn forschen? Weiß ich nicht. Wir haben doch nichts zum Forschen. Wir könnten jetzt noch den Schnellmixer oben rausholen, um dann aus dem Blaupausen... Warum ist denn hier das Abtropfbrett hier? Ja, hallo? Oben rechts der Schnellmixer, da ist noch eine Blaupause drin.
eine Kopie drin. Die könnten wir rausholen, dann hätten wir 5 Stück und dann könnten wir würfeln. 6 Stück haben wir sogar dann mit der hier. 6 mal durch 80, ja, geht. Brauchen wir irgendwas? Nö, Förderbänder brauchen wir aber mehr und nicht. Vielleicht kriegen wir noch eins, dann könnten wir noch eins fotokopieren. Ja, okay. Ne, also wir brauchen Förderbänder aktuell. Aktuell liegt es nur an den Förderbändern, ob wir es überleben oder nicht. Komm, Würfel. Egal, wo das liegt. Noch ein Blaupausenkabinett. Nee, haben wir schon. Ja, aber wir würfeln jetzt nicht nochmal bei 90, oder? Nein. Nee, wir kriegen nicht genug Geld, dann können wir uns gleich nichts kaufen. Genau. Kriegen jetzt eh weniger. Wir hätten euch gar nicht würfeln sollen. So, also 4-mal kopieren ist es nur, ne? Richtig, richtig. Ja, aber du fängst ja mit kopieren, du fängst an mit Pizza. Ja, ja. Und okay, letzte Runde für heute. Dann geh ich ins Bett. Für heute? Nee, morgen spielen wir doch. Also heute Abend. Weiß ich noch nicht, muss gucken. So. Sauerei. Erst wieder anfixen und dann den. Nee, aber es war. Wenn wir heute so lang machen. Ups. Das war schlecht. Ach Quatsch, das muss so. So, die Pizzen kannst du direkt runterlegen, wenn die fertig sind. Komm, nicht schlafen da oben. Oben die. Ah, okay, dann nicht. Komm, kümmere ich mich drum. Scheiße, wir haben das Band nicht gedreht. Das steht falsch. Welches? Speichern und zum Akku zurückkehren. Ja, dann machen wir aus für heute. Aber wir müssten trotzdem eigentlich nochmal laden, und weil sonst starten wir beim nächsten Mal und können direkt wieder. Ja, okay, hast recht. Also wenigstens nochmal, weil sonst, also der Fehler, der ist ja so dumm, den machen wir direkt beim nächsten Mal nochmal sonst. Sehr wahrscheinlich, ja. Er braucht nicht mehr Visit eingeben. Übungsmodus? Wir müssen es erst komplett umstellen. Wird falsch. So, jetzt. Übungsmodus, wo ist es da? Hab ich doch. Achso. Ja, dann machen wir halt doppelt Übungsmodus, auch okay. Gut. Okay. Active Modus lieben. Speichern HQ. Machst du? Da oben. Oh, okay. Gut, dann sage ich mal gute Nacht. Gehen die wieder. Ja, gute Nächte. Vielen Dank. Und wir schreiben. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao. Played Up, ein Suchtspiel. Ja, man kann immer noch überlegen, was man macht und wie man baut und optimiert, und man will die Runden schaffen und immer weiterkommen, aber man wird irgendwann sterben in dem Spiel. So ist nun mal das Spielprinzip. Nettes Spiel, wir machen es wieder, vielleicht morgen schon, ich muss gucken, wie wir zeitlich dazu kommen. Auf jeden Fall ist jetzt hier an dieser Stelle Schluss, und zwar für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.